Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung. Um solch ein I-Cord häkeln zu können, brauchen wir natürlich in erster Linie Garn. Das sind hier unsere Vulpedia Minis, handgemacht, modal, sehr weich und mit Glitzer. Wir brauchen eine passende Häkelnadel, eine Schere und eine Wollnadel, um die Fäden später vernähen zu können. Wir starten mit einem simplen Knoten. Dazu lasse ich einen langen Faden, um diesen später besser vernähen zu können. Wir bilden einen Kreis, legen den langen Faden darunter und ziehen diesen durch den Kreis durch. Und durch diese Schlaufe kommt der Haken. Wir ziehen fest, aber nicht zu fest. Jetzt brauchen wir zwei Luftmaschen. Dazu holen wir den Faden und ziehen diesen durch die Masche durch. Nochmal und durchziehen. Okay. Jetzt häkeln wir eine feste Masche durch die zweite Luftmasche vom Haken. Wir stechen durch die Luftmasche ein, holen da den Faden, hochziehen durch die Masche, Faden holen und durch beide Laschen ziehen. Das ist eine feste Masche. Jetzt drehen wir die Arbeit. Wir drehen immer in die gleiche Richtung und hier an der Seite befindet sich jetzt, ja, sagen wir mal, eine neue Lasche, die sich an der Seite gebildet hat. Da gehen wir jetzt durch. Es ist nur eine da. Und jetzt holen wir den Faden und ziehen diesen durch diese Lasche durch und hoch. Jetzt haben wir wieder zwei Laschen. Und jetzt nochmal Faden holen, durch beide ziehen, eine neue feste Masche. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal in die gleiche Richtung. Und jetzt haben wir zwei Laschen an dieser Seite. Also ab jetzt werden wir immer zwei haben. Und da gehen wir jetzt durch. Wir stechen da durch, holen den Faden und ziehen diesen durch, diese zwei Laschen durch. Und wieder zwei Laschen auf dem Haken, Faden holen und durch beide ziehen, eine neue feste Masche. Das machen wir jetzt die ganze Zeit. Also nochmal Arbeit drehen in die gleiche Richtung und wieder sind diese zwei Laschen da und wir stechen wieder durch. Holen den Faden, ziehen diesen hoch und wieder Faden holen, durch beide ziehen. Wenn ihr schlecht durch die Maschen kommt, dann achtet unbedingt auf eure Fadenspannung. Also wenn ihr da schlecht durchkommt, unbedingt den Faden viel, viel lockerer lassen, nicht so fest dran ziehen, dann geht das Ganze leichter. Ja, und jetzt wiederholen wir das Ganze einfach so lange, bis euer I-Cord, bis die Schnur lang genug ist. Ja, und so sieht die Arbeit aus. So sieht mein I-Cord aus, wenn es fertig ist. Ich mag den Look sehr. Also es sieht wirklich sehr edel aus, wie Schmuck. Ich mag total diese Perlen, die entstehen. Also die geben dem Ganzen immer einen sehr, sehr edlen Look, ein sehr schönes Aussehen. Und ihr könnt das für alles Mögliche verwenden. Also wie gesagt, für Schmuck. Ihr könnt das für Kinderkleidung, Kindersachen, kleine Projekte verwenden. Ich benutze das jetzt hier für eine Tasche als Henkel und ich verlinke euch natürlich die Anleitung. Ihr könnt die Tasche selbstverständlich mit mir zusammen häkeln und an dieser Stelle schneiden wir einfach mal den Faden ab. Jetzt gehen wir mit dem Haken hier einfach rein und ziehen den Faden hier durch die letzte Masche durch. Ihr müsst da nichts anderes machen, einfach durchziehen. Den ganzen langen Faden und festziehen. Genau. Ich hoffe, die Anleitung war hilfreich. Es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!